Ja, das hier hinter mir ist sie, die neue Bühne des Jungen Staatstheaters Parchim. Noch ist nicht viel zu sehen, weil der Vorhang zu ist, weil die Feierlichkeiten zur Eröffnung der neuen Kulturmühle in Parchim hier erst gleich noch losgehen. Auf jeden Fall sieht man jetzt schon in der Stadt viele stolze und glückliche Gesichter. Wir erklären gleich, was kann denn dieses neue Haus so alles? Erstmal lassen wir aber die Künstler hier auf ihre eigene Art sprechen. Parchim, wir sind da, ja? 19370. In der Elde Mühle, die Perle an der Elde. Vorhang auf. 45 Mio. Vorhang auf. Mecklenburg. Vorhang auf. Ja, das Junge Staatstheater Parchim, das ist ja eine Sparte des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin. Und künftig können übrigens auch hier Inszenierungen aus Schwerin auf dieser Bühne aufgeführt werden. Echter Fortschritt zu früher. Und der Geschäftsführer des Mecklenburgischen Staatstheaters, der ist auch richtig stolz und hat im Vorfeld diese Bühne in Parchim schon mit denen in Grenoble oder Luzern verglichen. Ich habe mit dem Generalintendanten des Staatstheaters darüber gesprochen und gemeint, ist so ein bisschen hochgegriffen, oder Herr Wegner? Ich würde mal sagen, da spricht natürlich auch der Stolz desjenigen, der sich hier auch maßgeblich mit dahinter gekniet hat. Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt zu zweit sind als Geschäftsführer im Mecklenburgischen Staatstheater, weil da gibt es ganz viel zu tun. Was man auf jeden Fall sagen kann, wenn man das Design hier sieht und den Geschmack, der hinter diesem Bau steckt und hinter diesem Theaterbau, das sind wirklich Schweizer Verhältnisse. Das kann man tatsächlich bestätigen, würde ich denken. Sie haben schon gesagt, Inszenierungen aus Schwerin werden jetzt auch hier gezeigt werden. Wie groß wird denn das Angebot hier ausfallen in der Hinsicht? Also wir haben aus allen Sparten etwas zusammengestellt, sodass wir mit unseren 5 Schweriner Sparten dann eben auch hier präsent sein können. Das sind sowohl Produktionen, die in der M-Halle gezeigt werden. Da ist das Ballett dabei, da ist das Schauspiel natürlich dabei. Da sind aber auch, wir planen auch Konzerte hier zu machen, kleinere Formate und dergleichen. Und insofern und natürlich ganz massiv wird auch die Fritz-Reuter-Bühne hier ihre zum Teil auch Premieren zeigen. Machen Sie sich nicht selbst in Schwerin dann auch Konkurrenz? Haben Sie da nicht irgendwie die Befürchtung? Ja, ein bisschen schon. Es geht mir ja persönlich so. Also ich denke auch, also hier würde ich auch gerne arbeiten. Ich bin natürlich auch ganz glücklich in Schwerin, aber das ist schon sehr, sehr verlockend. Und ich denke, dass viele im Publikum das auch so wahrnehmen werden und denken, okay, dann fahre ich mal nach Parchim und schaue es mir dort an, weil dann lerne ich auch das neue Theater kennen. Aber es wird ja nicht nur Theater gespielt hier. Es gibt noch viel mehr zu entdecken in der neuen Kulturmühle, dem neuen kulturellen Herz von Parchim, wie kann man schon so sagen. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt an. Die neue Kulturmühle in Parchim. Sie besteht aus dem Theater mit einer Hauptbühne mit 150 Plätzen. 2 Probebühnen ersetzen nach 78 Jahren den alten Spielort an der Blutstraße. Essen und Getränke bietet das Mahlwerk, betrieben von einer Tochterfirma der Lewitz-Werkstätten. Und das Museum Parchim hat hier eine neue Heimat gefunden. Das ist richtig, richtig gut angelegtes Geld, denn hier bringen wir unseren Kindern Kultur bei, demokratische Bildung, Geschichtsbildung. Ich glaube, wir können es nicht besser machen wie an so einem Ort. Und wir hätten es ja vierfach haben können in Parchim. Wir haben alles zusammengepackt, es in eine Konstruktion, eine Eldemühle gepackt, eine Kulturmühle. Und ich glaube, darum lohnt sich das und es ist richtig angelegtes Geld. Insgesamt kostet der Bau rund 40 Millionen Euro. Die Gelder kommen vom Land, aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem Landkreis und der Stadt Parchim. Ja, so richtig stolz und auch ein bisschen aufgeregt war heute Parchims Bürgermeister Dirk Flörke. Und von ihm wollte ich wissen, was er sich denn wirklich von diesem neuen Kulturzentrum für die Stadt erhofft. Ja. Also da gehe ich davon aus, das wird das neue Zentrum hier in Parchim, direkt an der Müritz-Elde-Wasserstraße. Die Ausrichtung ist schon genau dafür gemacht. Hier gibt es ein modernes Museum, das wirklich in die Region strahlt, einen ganz neuen Blick auf die Geschichte der fast 800 Jahre alten Geschichte Parchims bringt. Und wir haben hier das neue Theater verortet und ich glaube, besser geht es gar nicht. Und wir werden mit Sonderausstellungen ja auch immer so viel Abwechslung hier nach außen tragen, dass die Leute einfach gezwungen sind, in ihr Museum, in ihr Theater zu kommen.
Parchim hat so 17.500 Einwohner, noch muss man sagen. Glauben Sie, dass da das Theater wirklich immer voll werden wird? Ja, wenn wir es als Theater nicht nur für die Stadt begreifen, sondern als Theater für die Region, und es soll ja auch darüber hinaus strahlen. Wir sind Teil der Metropolregion Hamburg und ich schiele nicht nur nach Hamburg, sondern ich schiele auch natürlich nach Berlin. Und es gibt so viele Touristen, die den Weg nach Parchim finden, die werden dann auch den Weg ins Theater und ins Museum finden. Jetzt ist immer die Rede von 40 Millionen Euro Kosten. Andere sagen, das könnte sich noch so auf 45 Millionen steigern. War es das wert? Naja, Kunst und Kultur ist immer ein Zuschussgeschäft. Also es wird nie wirtschaftlich betrieben werden können. Und von daher ist es auch gerade in solchen Zeiten wichtig, dass die öffentliche Hand auch sagt, wir tun etwas für die Menschen. Und dazu gehört eben auch die Kunst und Kultur. Gehen Sie denn dann auch ins Theater? Wissen Sie schon dieses Stück Tiere im Theater? Gehen Sie da auch rein? Na, selbstverständlich. Auch das erste Stück, das werde ich mir ja auch noch angucken. Ich habe keine Premierenkarten bekommen, aber ich werde auf alle Fälle mir dieses Stück anschauen. Gerechtigkeit für alle. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ja, gerne. Und die Premiere ist übrigens am Sonnabend und am Freitag um 10 Uhr macht das Museum hier im Aus auf. Also Parchim hat eine neue gute Stube. Mehr darüber erfahrt ihr auch auf ndr.de/mv. Wenn ihr darüber diskutieren wollt, über andere Themen, dann wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Das war's. Ich sag tschüss.